Hallihallo, Dungeon Frog hier. Und es geht weiter für uns. Wir versuchen, nachdem wir. Hier können wir übrigens wahrscheinlich runterfliegen. Die Frage ist. Na gut, in den Minen scheint noch einiges zu sein. The bridge cracked under his weight. The darkness stretched endlessly below. Okay. But Reggie had a kingdom to fight for. He couldn't go back. So he had no choice but to go on. There had to be another way out. Ich wollte gerade sagen, wir gehen jetzt in die Burg zurück. Ja. Machen wir dann wohl als nächstes. Nachdem wir doch noch zu den Maulwürfen kommen. Okay. Ja, ich habe mich gewundert, ob die Brücke nicht einstürzen wird. Aber ja, so kommen wir dann doch nochmal hier hin. Und hier scheint es direkt ein Problem zu geben. Bin mal gespannt, ob wir eventuell von den Maulwürfen die nötige Technologie kriegen, um die Gasfronten zu besiegen. Bin gespannt. Wir haben nicht mal unseren Freund Dennis dabei. Okay, Insekti. Und noch mehr Insekten kommen. Und das Insekt ist ein nerviges. Bam! Na komm, spring runter. Das lief ganz gut. Kommt da noch mehr? Nein, es kommt noch mehr. Ah, die schießen wir einfach kaputt. Ich weiß aber nicht, ob der damit blockt. Die feiernde Waffe ist auf jeden Fall die bessere Alternative hier. Ah, die Hälfte unserer Pfeile haben wir schon verballert. Aber wir kriegen auch wieder welche zurück, das ist gut. Weiter geht's. Lassen wir uns nicht zurückschrecken von dem bisschen Insektenzeugs. Oh, ein cooler Helm. Lohnt sich, glaube ich, aber nicht zu equippen für uns. Hier würden wir vielleicht wieder hochkommen. Ich habe aber das Gefühl, dass das eher der richtige Weg ist, als dass das der falsche Weg ist. Naja, gut, gucken wir uns mal an, was wir so sehen. Gut. Das haben wir relativ gut gemacht. Oh, ist das die nächste Statue, die letzte? Nee, das ist wahrscheinlich nicht. Ja, ist nicht unbedingt besser als das, was wir haben. Was ist das? Oh, ein Salatblatt, natürlich. Knackig und gesund. Reggie marveled that such crisp greens could grow underground. The chef would make a fine meal of this. Ich glaube, hier gibt es nochmal ein bisschen Erz für uns. Ja, damit habe ich auch nicht gerechnet, dass das Salatblatt hier ist, aber gut, dass wir es gefunden haben. Damit haben wir schon unser erster Zutat für den Ultra-Lebenspool. Ist gut. Aber mehr gibt es aber hier nicht. Da müssen wir also noch immer an dem Gift vorbei. Wie auch immer wir das schaffen. Zack. Oh, da sieht mir nach Feind aus. Okay. Doch kein Feind, nur Materialien. Bam, bam. Den Juice brauchen wir momentan nicht. Ja, was machen wir denn da? Sollen wir da jetzt einfach durchrennen? Bleibt ja nichts anderes über, ne? Ah, ne, da oben ist eine Leiter. Ah. Das hilft natürlich. Obwohl, da unten ist halt auch ein Durchgang, ne? Frage ist, kommen wir da durch? Ich gucke erstmal mir kurz hier an, ob hier eine Brücke steht. Boom! Bam! Einfach so weiter abschlachten. Klingt irgendwie gemein, ne? Ich meine, einfach so die Insektenpopulation wieder aufs Natürliche reduzieren. So, hier können wir nämlich speichern. Und dann würde ich nochmal zurücklaufen.
nachdem ich jetzt hier gespeichert habe, und gucken, ob ich eventuell auch ohne die Gasmaske da durchkomme. Oder ob ich dafür den höheren HP-Pool brauche. Komm. Ich glaube, da kommen wir noch nicht durch. Hier sollten wir uns auf jeden Fall merken. Wir können leider keine Markierungen machen. Aber falls ihr eine Idee habt, wie ich sonst da durchkommen würde, schreibt es doch gerne. Vielleicht hätte ich es ja doch geschafft. Wenn ich die ganze Zeit den Trank durchgehauen hätte. Aber das wäre auch nicht unbedingt einfacher, um dann... Oder ob irgendeine Resistenz da hält. Ich weiß es nicht. Aber da ist bestimmt noch ein wichtiges Teil. The deeper the king got, the older the mines looked. As if the rats had found the tunnels, not made them. But what could dig better than a rat? Uh-oh. Ich fürchte, ich weiß. Endlich kommen unsere wahren Erzfeinde. Oh, hier können wir runterklettern. Das war vielleicht ein kleiner Fehler, wenn wir noch hier nach oben hätten gucken können. Boah, hier sind auch überall irgendwelche Eisenvorkommen. Und ich als Sammler muss die natürlich alle aufsammeln. Ja, gib mir mehr Eisen. Aber ich glaube, da wären wir eh nicht so weit gekommen, wenn wir da weitergegangen wären. Jetzt kommen wir da aber auf jeden Fall nicht mehr zurück. Oh Gott. Oh oh. What's that? What was this device? What it was for and who put it here were a mystery. But one thing he could see plain enough. It was missing a piece. Maybe something so strange should have scared him. But it only made him want to know what would happen if he restored it. Oh, bisher sind es weiterhin nur Insekten. Ja, das war ein bisschen fail. Ah, ich hasse diese Mobs noch immer. Ah. Come on, sterbt. Okay. Na? Guck, hier ist aber auch was, als wäre es hier was zu essen gegeben. Interessant. Sieht auch so ein bisschen aus wie unsere Behausung eigentlich. Was steht da? Yokota? Keine Ahnung. Da ist eine Rüstung. Gibt Maulwurfresistenz. Die sollten wir eventuell anziehen. Für das, was. Oder ist das nicht Maulwurfresistenz? Ich hoffe mal. Ansonsten haben wir jetzt ein bisschen gefailt. Na gut. Oh oh, noch eine Mozzi-Königin. Oder sind das keine Mozzis, sondern Insektis? Mein Gott, wie viele kommen denn von denen? Okay, wieder eine down. Ich will endlich die Maulwürfe sehen. Spiel, zeigt mir die Maulwürfe. Oh nein. Okay, da haben wir getradet. Ja, komm. Setz deine Charge-Attacke ein. Ich werde dich nämlich jetzt auch killen. Oh, noch mehr? Okay, hört ja gar nicht auf. Okay. Fast wie geplant. Mal kurz heilen.
kriegen noch ein paar Pfeile zurück. Das ist gut. Wir sind wieder voll. Oh, ich höre eine Kette. Mal gucken, ob da jemand angekettet ist. Oh, wieder Gift. Da kommen wir wahrscheinlich auch nicht lang. Oh, wow, die Maulwürfe scheinen ziemlich Hightech zu sein. Erstmal gucken wir uns den Bogen an. Nice thing. Oh, habt ihr den Soundeffekt gehört? War nicht schlecht. Aber was passiert? Seltsames Metallding. Von einem Rattenschmied gefertigt. This looked like the piece the device needed. Now he could open the gate. He hoped. Oh, bestimmt steht da jetzt irgendwo noch einer. Schnell, 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 schnell. Ah, doch ein Stückchen, was wir laufen müssen, zurück. Okay. Einsetzen. The metal door opened as if pulled by another's invisible paw. What strange world lay beyond? Das war ein Gegenstand. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Gleichzeitig. Ja, doch, wir nehmen es trotzdem mit. Pfeile? Können wir jetzt mehr Pfeile aufnehmen? Ah, weil wir einen Bogen haben, ne? Können wir sogar, glaube ich, noch einen mitnehmen, oder? Ja, können wir auch. Whatever had lived here was long gone, and Reggie was glad. What kind of beast would live in a place made of such cold, hard metal? Hier kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Oh je. Yeah. Ah, noch mehr Insekten. Das Game teast mich so ein bisschen. Ich will ganze Zeit die Gegner sehen, aber es zeigt sie mir einfach nicht. Dafür muss ich noch mehr Mozzies besiegen. Oder Insekten. Und das werde ich tun, alle! Bis ich zum ersten Maulwurf komme. Comrade! The little creature squeaked at Reggie. What was it? Oh. Not a rat or a mouse. It was armed. But seemed pleased to see him. Maybe it could help the king get home. Kamerad! Having said that he was king, zum Einsatz. The creature explained that he was a mole and electrician of the great Bolshevik Republic. But little of this made sense to Reggie. Okay. Dann mal auf zur großen Maulwurfischen Republik. Und die haben sogar Juice-Saft. Ganz praktisch. Da ist der Wagen. Aber wahrscheinlich fährt eben die Stromquelle, ne? Ja. Wir sollen nochmal zurück. The mole needed something called electricity for his tram. It could get Reggie home, and that was all he needed to know to agree to help. Ah, aber wo kommen wir denn dann jetzt weiter? Ah, jetzt kommen wir durch den einen Weg, der gerade versperrt ist. Wir gucken trotzdem nochmal am Ende der Map, wie es da aussieht, hinter dem Wagen. Okay. Nicht besonders spannend. 247. Frag mich, ob das irgendeine Anspielung ist auf irgendetwas, was ich nicht verstehe. Hört ihr die Musik? Richtig maulwürfisch. Oh, und er hat sogar eine Pistole, wie geil! Dann haben wir sogar einen Speer als Zweihandwaffe, das ist cool. Oh. Oh. Ja. Overkill. Können wir nicht looten? Oh, was passiert hier hinten? Die Maulwürfe sind also auf unserer Seite. Das
freut mich, Freunde zu haben in diesem schweren Kampf. Und die Musik geht von ihm aus. Oh, ich dachte, ich wäre außer Range. Hohoho, die Kombination von uns beiden. Hätte ich gerne auch ein Radio, mit dem ich rumlaufe. Gifter haben wir noch. Pfeile können wir einen mitnehmen. Oh, das sieht aus, als wird jetzt gleich der Boss kommen. Oh, ich bin gespannt. Oh, langer Gang nach unten. Episches Schlachtfeld. Ist da die Mozzi-Meisterin? But they'd have to get past the Grubmother first. She was the one infesting the mines with her grublings. Oh, ich dachte, da wären wir raus gewesen. Oh. Oh, ich dachte, da wären wir wieder raus gewesen. Oh, oh, oh. Hier haben wir auf jeden Fall ein paar freie Schläge. Oh, ich dachte, da wären wir raus. Ah, wir hatten einen guten HP-Pool. Ah, da denke ich immer, da sind wir raus. Das sind wir aber nicht. Oh, okay. Der... Wow, wow, wow! Didn't expect this. Oh, das habe ich auch nicht. Oh, okay. Hier können wir nochmal juicen. Hm. Oh, ich wollte gar nicht das Gift aktivieren. Mindestens noch nicht. Naja. Wenn die uns einmal mit dem der Hit trifft, ne? Weiß ich nicht, wie wir dagegen ankommen. Hier haben... Ah, okay. Wir müssen dann auf jeden Fall außer Range stehen. Boah, shit. Wir müssen auf jeden Fall viel mit unseren Pfeilen arbeiten. Oh nein, sie hat noch eine Zwischenphase mit Ents. Ich muss sagen, Maulwurfi, du bist zwar echt cool, aber im Kampf hast du nicht die größten Tricks drauf, muss ich sagen. Okay, das ist kein einfacher Fight. Ja, wir werden mit einer coolen Musik. Hm. Ah, ich dachte, sie wird nicht nochmal weiter charged. Ah, das ist so wie bei den Mozzis. Hier haben wir eine gute Position. Und haben hier ordentlich Schaden gegeben. Oh Gott. Ah. Ups. Au, oh, oh, das war zu greedy. Nein! Der Try war gar nicht so schlecht bis dahin. Hm. Auf jeden Fall gut, dass wir das eine Live-Upgrade geholt haben. Das ist ja der Feind echt richtig hart. Na gut, gut. Na, das können wir schaffen. Wir machen direkt ernst. Von der ersten Sekunde an.
Ja, das war eine gute Kombination. Ne, da müssen wir... Schwierig, die Zeiten, wo wir uns heilen können, in dem Fall. Oh. Ah, shit. Nein, mein, kommen wir an dem Ding vorbei. Ne, da dürfen wir... Das ist aber so eingeübt, ne? Dadurch, dass wir das schon so oft gemacht haben, dass wir da nicht engaged. Okay. Endphase. Na komm, der ist runter. Okay, du bist down. Dich machen wir als nächstes down. Können wir euch looten? Ne, können wir nicht. Wir haben auf jeden Fall Zeit zum Trinken. Okay. Da haben wir überhaupt kaum Möglichkeiten, was zu tun. Ah, shit, jetzt wird sie nochmal einen machen. Na, immerhin haben wir sie vergiftet. Ah, jetzt haben wir. Okay, ein Schlag. Oh, das ist ein Klatschfeind. Oh! Okay. Nein. Ah, schade, schade. Das war Klatsch. Hätten wir gewinnen können, hätten wir gewinnen können. Ah, das macht Spaß. Ah, shit. Nein, ich hab... Oh Gott, das war mega fail. Ah, oh, das war so greedy. Ah, shit. Ne. Fuck. Okay. Keine Zeit dazwischen lassen. Einfach weiter schnitzeln. No. Ey, da dachte ich, wäre ich voll vorbei. Nee. Oh, da haben wir jetzt aber schlecht gespielt. Nein. Ah. Mein, kommen wir dieses Mal da raus. Nein. Viel zu viel Schaden genommen.
Nein. Ah, wir haben schon fast keinen Juice mehr. Nein, 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 nein. Oh, oh. Komm, nächste Phase. Ah, shit. Da kommen wir gar nicht mehr raus. Ja, sie verzieht sich. Scheiße, ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt noch Schaden machen können. Er hat auf jeden Fall das Glowen, als würde ich ihn looten. Aber es ist nicht der Fall. Oh shit. Gut. Das hat noch ganz ordentlich geklappt, aber wir sind halt mit null Leben an der Sache. Und wir haben noch zwei Phasen. Das ist quasi unmachbar. Shit. Ah. Ich glaube, Equipment-wise haben wir auch nichts, was wir irgendwie eintauschen könnten. Na gut, wir haben immerhin... Ja, eins können wir noch den nächsten... Ne, kriegen wir nicht. Ah, ich dachte, da wären wir raus. Das ist eine gute Combo für uns. Haben wir ein paar Schläge durchbekommen. Nope. Hat sie uns voll die Kopfnuss gegeben. Ah, come on, Spiel. Unsere Pfeile treffen nicht besonders gut. Okay, was ist das? Okay. Na, gehen wir zurück. Wir haben Zeit, uns zu heilen. 10 Pfeile noch und... Ah, das war Fehl. Gegen die dürfen wir uns echt nicht keine Hits erlauben. Okay, den haben wir. Er sollte der nächste sein. Und der letzte. Machst du denn Mäusemann da hinten? Oh shit! Hm.
Oh, das habe ich nicht gesehen, das habe ich nicht gesehen, das habe ich nicht gesehen. Oh, shit. Nee. Doch, doch, doch. Dann haben wir zwei Pfeile. Ein Pfeil. Nein! Okay, die Pfeile waren nicht die besten, die wir jemals benutzt haben. Schwieriger Fight, schwieriger Fight. Ja, aber ich brauche volle Konzentration für den Feind. Der dauert einfach auch relativ lange. Oh, come on. Ah. Wir spielen das aber auch kacke, ne? Aber jetzt konnten wir ihm eine gute Schlagserie geben. Hier haben wir zu früh losgelassen. Wir können auch einfach so dodgen. Komm, schieß mit deiner Schrotflinte. Ah, da waren wir zu langsam. Oh shit, da waren wir auch ein Ticken zu langsam. Jetzt kommt's. Nächste Phase. Dich haben wir. Na, diesmal haben wir noch ordentlich Juice. 13 Pfeile und 2 Gifte. Das könnte machbar sein, wenn ich nicht katastrophal fehle. Hm. Oh shit. Das zum Thema katastrophal fehlen. Wo kommt sie raus? Nein. Er hat versucht, sie unter der Erde abzuschießen. Guter Versuch, würde ich sagen. Komm, jetzt könnt ihr den einfach abschießen, ne? Oh, shit. Habe ich da zu früh meinen Block abgelassen? Hm. Puh, das haben wir gedodged. Schade. Shit, da waren wir nicht dran an ihm. Okay, wo kommt er raus? Okay, das war der letzte Pfeil. Nein, come on! Nicht mehr viel. Nein! Ich dachte, ich wäre da durchgekommen. Wenn ich da durchgekommen wäre, die tot. Oh, nein. So knapp. Oh Gott. Schon den ersten Fehler gemacht. Und auch den zweiten. Oh Gott. Ne, diesmal klappt das. Ganz gut für uns. Oh, come on. Machst du nur den Charge-Beweg, Leute? Ja, ja, wir wissen. Ja, chargen ein bisschen. Oh, shit.
Ja, den Move sollte sie öfters machen. Das ist eigentlich der beste Move für uns zum Schaden machen. Da kriegt man immer ein paar Schläge durch. Ne. Ja, gut, aber das war auch ein Kack-Try. Schön konzentriert. 1, 2. Ah ne, wir kriegen von dem einen Schlag durch. Ah, ich dachte, manchmal sollte man nicht so viel denken. Ah, da waren wir einen Ticken zu langsam. Aber insgesamt sieht der Try trotzdem nicht schlecht aus. Man muss sagen, wenn er denn mal trifft, macht er guten Schaden. Ah, da sind wir voll reingedasht. Sogar zweimal. Shit. So, das kann natürlich den Fight entscheiden. Okay. Shit. Ja, ja. Wir sind noch weit entfernt von der nächsten Phase. Fuck. Ja, eventuell cutte ich das Video mal in zwei und fange mit dem Kill-Video an. Ich denke, das wird noch ein paar Tries brauchen. Deswegen danke fürs Zuschauen und wir sehen uns, wenn ich den Boss töte. Bis dann, euer Dungeon Frog.